Ganabald Valkyris. Du wirst fallen, du wirst eine gerechte Strafe bekommen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Arise. Und wir werden jetzt erstmal ein Gespräch mitbekommen, nämlich der Lichtlord. Hey, hold up a sec, guys. What's up? We need to talk about Ganabald. Jetzt? This guy can control both light and lightning. And I've heard his swordsmanship is unrivaled. Oh. I'm not surprised. He is one of the top lords after all. That's not all. He also has these weird little gadgets that he likes to use. Gadgets? You mean like some kind of a Renin weapon? Probably. He's got a bunch of these things that hover all around him. They're supposed to protect him from attacks coming in at any angle. I take it there aren't any blind spots then. Nope. Which is why I plan to bust down his defenses from the front. What? Why? Isn't that where his defense will be the toughest? That's why it's worth attacking. Once I poke a hole in that bastard's defenses, the rest of you can tear it wide open and give him hell. All right, we go with your plan, Law. Now let's get going. It's about time we got revenge for Zephyr. Oh ja, auf jeden Fall. Aber sehr interessant. Ich meine, dadurch, dass Law ihn dann frontal angreifen wird, und er hat ja die krasseste Nahkampffähigkeit, beziehungsweise was jetzt Schilddurchdringung angeht, muss er sich natürlich mit seiner Verteidigung nach vorne konzentrieren und dann könnten wir ihn beispielsweise von hinten angreifen. Also möglich, ihn so zu besiegen, wäre es auf jeden Fall. Was ich jetzt aber nochmal gucken will, ist, dass wir doch eigentlich bei der Ausrüstung eine Möglichkeit, genau, Licht- und Dunkelschaden, minus 50%. Jetzt ist die Frage, wem geben wir das? Uns selbst oder Law? Uns selbst oder Law? Wir geben es mal Law, denn Law hält nicht so viel aus wie Elfen. Hat auch weniger Verteidigung. Von daher wäre das, glaube ich, gar nicht doof. Ja. Und dann werden wir jetzt unser Glück versuchen. Ich bin gespannt, ob wir gegen den Lichtlord etwas ausrichten können. Hinter dieser Tür wartet ein Kampf mit einem Lord. Zeit loszulegen. Wir werden uns Mühe geben. Der zweite der fünf Lords. It's about time. I was beginning to worry you'd jump ship like the rats you are. You're not so fortunate. We're here to end you. To liberate Ciclodia. To avenge Zephyr. You talk big, but don't you think you're forgetting something? Of your precious resistance groups, whether the Silver Swords or any others, none have ever dealt a blow to Renin domination. In each and every realm, the story is the same. Until you. You, who wields the Blazing Sword of Calaglia, are different. News of Balsef's defeat really took the wind out of your sails. That brute? A bad case of brawn over brain. Certainly no loss to me. Still, even the smallest of sparks can grow into an inferno. I must give precedence to the task at hand, extinguishing you. Snuffing out your fire before it spreads across the five realms. Rinwell? Nothing. I'm fine. I, Ganabelt Valkyris, Lord of Ciclodia, accept your challenge. Come and meet your death. Ach du Scheiße. Lord Ganabelt Valkyris, Level 19. Es wäre übrigens klug gewesen, Rinwell, wenn du uns mal sagst, was hier vor sich geht. Okay, gefühlt mache ich gerade wirklich nicht besonders viel damit. Boah, ey. Wow, wie haut er denn rein, ey? Braucht dringend Heilung. Deon! Ich bin paralysiert. Ich bin paralysiert. Komm,
Hau ihn weg. Haben wir ihn getroffen? Ich glaube nicht. Oh nein, ich muss raus. Fuck, wir treffen nicht. Weil er immer relativ schnell ausweicht. Wir müssen aufpassen. Oh, Rinwell, klau ihm das Ding. Wir müssen raus. Autsch. Vorsicht, er greift wieder an. Oh, sehr gut. Nein, mein Überlimit. Krieg ich Heilung? Ich glaube, Shion holt mich gerade wieder. Gut, so, jetzt hau ihn mal weg, Lore. Perfekt. Okay. Das war jetzt nicht so schlecht. Wir müssen abhauen. Fuck. Ich bin schon wieder. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich brauche einmal eben das Schmankerl-Ding. Wobei, das bringt gar nichts. Trank des Lebens, genau. Wir holen Elfen mal eben so wieder. Was macht er da für eine Fähigkeit? Vorsicht. Uah. Ausweichen. Ah, fuck. Okay. Vorsicht. Nimm keinen Schaden. Oh nein. Was können wir denn machen? Insignificant worm, now return to dust. A new leaf. If we take another assault from that arc, we're done for. That mirage he creates. It can channel all of his energy. Then I guess we gotta get in quick and hit him hard. Okay, wir sind alle down. Alter, ich muss sagen, extrem heftig. Ein extrem heftiger Gegner. Ich habe wirklich noch keine Ahnung, wie wir den besiegen sollen. Oh Gott, ey. Ich bin so schlecht in diesem Kampfsystem und ich bin so schade. Danke. Now,
Los, Law. Nein, das war falsch. Law. Brech ihn. Aufpassen. Au! Okay, krass. Wir müssen jetzt nochmal eben irgendwie wieder ein bisschen heilen. Trank des Lebens, Elfen. Hol dir mal Lord zurück. Boah, ey, das ist ja unfassbar, was der für ein Damage macht. Ich meine, wie soll man den denn aufhalten? Jetzt sag mir nicht, dass ich vorher irgendwie grinden muss die ganze Zeit, um irgendwie eine Chance zu haben. Dagegen kann ich nichts machen, das ist echt ein bisschen heilige Lanze. Okay. Macht auch nicht besonders viel Schaden. Das können wir aufhalten. Vorsicht. Okay, wir können keinen Schaden machen. Und jetzt kommt er wieder mit dieser komischen, was auch immer. Ja, ich glaube, wir sollten alle auf den gehen. Oh, ich glaube, diesmal schaffen wir es. Weil wir nämlich alle ein fokussieren. Fuck. Aber wir haben einen von seinen Trugbildern vernichtet und es kann ja durchaus sein, dass, warte, jetzt machen wir erneut wirken, okay, da muss man eben warten. Es kann ja durchaus sein, dass die nicht wiederkommen. So sieht es nämlich aus. Fuck. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Also ich mache erstmal das Schmankerl. Den hauen wir jetzt auch weg. So, jetzt haben wir nur noch zwei von denen. Fuck. Ist er besiegt? Jetzt kommt wieder der. Okay, Zornlaser kann ich noch nicht. Scheiße, Blitz. Alles. Oh no. Mann, aus Versehen auf die Taste gekommen, so eine Scheiße. Okay, folgendes, wir müssen jetzt einmal Orangengelee wirken, damit wir unsere HP wieder ein bisschen auffüllen. Okay, ich bin down, aber Shion kann mich heilen.
ist. Sion, heile Rinwell, am besten nicht jetzt. Aufpassen. Okay, sie kann Rinwell nicht zurückholen. Dann machen wir jetzt mal das Ananas-Chili. Es nützt nichts. Ausweichen. Hol Rinwell zurück. Wo ist er? Das Überlimit. Jetzt mystisches Art. Noch mal ein bisschen Schaden machen. Okay, ist bei 8000. Oh. Er meint es ernst. Leute! Beeilt euch! Nein! Oh! Alter! Die Faust erhoben zum Sieg. To believe this. It cannot end this way. If I die, my subjects will... Das Licht, es ist fort. Alter, was ein Kampf, ey. Was ein Kampf. Heftig, der Typ. Und wir haben 2 Versuche gebraucht. Ich bin von dem Kampfsystem leider einfach nicht gut. Oh, es ist hell. Das Licht. Jetzt, wo er es nicht mehr klaut, ist es wieder da. Das kennen die Leute hier ja gar nicht. Die Herrschaft von Ganabelt, sie ist weg. It's over. But Zephyr's still gone. Focus on the positive. We defeated a lord, and under difficult circumstances, too. Focus on the positive? Zephyr's dead, Shion. And the Renans ruled this world unimpeded for 3 centuries.
Did you think there wouldn't be any sacrifices? So Zephyr's life just doesn't matter? He's dead, Shion. Our friend is dead. We're fighting this damn war to keep people alive! Hui. Yeah, you're right. This is a war. Did you just realize that? Zephyr wasn't the first to die, and he sure won't be the last. If you can't handle that, Alphen, then you should run back to Calaglia. And when you do, just remember to leave the Blazing Sword here, in safer hands. What's that supposed to mean? Damn it. She just thinks she can say whatever she likes. Bickering among ourselves at a time like this isn't gonna get us anywhere. Especially at a time like this. All right. Fine. 2 von 5. Ganabald Valkyries besiegt. Aber damit endet es ja nicht. Who's Law? So much for Ganabald. Good riddance. You said it. So, was the Lord of Calaglia like Ganabald too? No. Balsef was huge, a real tough guy act. Now that I think of it, his crest was different too. His was a flaming cross. Ah, I see. Anyway, what do you guys plan on doing from here? We keep moving. 3 Renan lords remain, and we won't rest until their thrones are empty as well. That work for you, Shion? That was my endgame from the beginning. Hey, so if it's not too much trouble, could I maybe come along? Isn't Cislodia your home? I mean, yes, but it's just, now that everyone knows what I've been hiding, well, it might be best to get as far away as I can until it all quiets down. Is that okay? I promise I'll pull my own weight. Sure. You're welcome to join us. Taking off, huh? Yeah. Thanks for everything. It's too bad. I wish there was more we could do to pay you back for all you've done. I'll see to it personally that Zephyr's remains reach Calaglia safely. What's next for Cislodia? I honestly couldn't tell you. The enemy infiltrated its way right to our core as a people. Only time will tell if we can rise above our suspicions and come together. Zephyr once told me that so long as you don't give up, there's no wall that can't be torn down. Sounds about right. And thanks to you, the greatest obstacle that was in our way is now gone. I suppose the rest of it will be up to us. I look forward to seeing how far you'll go. Oh, I almost forgot. Before you head off, there's something I wanted to give you. Jetzt kommt's. Eine Eule. Wahrscheinlich keine Eule. Das würde ja nicht so anteasern. Ui, eine Rüstung. Wow, look at you. You scrub up real nice. It was a parting gift. It's like speaking to one of the old Danon heroes from Legend. Ja, das ist die Rüstung aus dem Museum, ne? Where to next, then? Elda Menencia. You're really going to travel in that thing? Why not? It's not as heavy as it looks. Actually, there's someone I was hoping we could invite along with us. You can't be serious. Naja klar, Lore wird den Kampf seines Vaters jetzt fortsetzen wollen, damit ein Teil von ihm in dieser Welt verbleibt. Ah, cool. Auch neues Outfit. Got some place to be?
Not really. I mean, I can't stay here, of course. Then again, there's no one waiting for me back in Calaglia either. Plenty of ditches along the road. Maybe I'll find one to die in. How about a fresh start? After the kinds of things I've done, I don't know where I'd even begin. Your father said that as long as you face the past, there's hope. I think it might be a little late for that. He also said he'd fought and lost all his life, but didn't regret it in the slightest. It's only over when you give up. Keep fighting, and even that wall inside you can be brought down. Don't you want to see what your dad saw on the other side of that wall? What he was fighting for? Do you think I'm even worthy to? That's for you to decide. I'm sick of losing everything I love, of running from life. Maybe all that's left is to just turn around and face it. Count me in. Finally, I thought you'd never finish. We've still got a ways to go. Here we go, Hoodle. Du bist jetzt mit Law befreundet. Meisterkern des Lichts. Der Meisterkern des Lichts. Flutlicht-Sklavenarbeit hat ihn mit Licht-Astral-Energie durchdrängt. This armor was a gift from Bregan. What if it really did belong to a Danan hero once upon a time? Ja, gute Frage. An overwhelmingly powerful Renan foe and perished for it. I wonder how he felt having the hopes of the people riding on him. Tislodia gestern und morgen. Hey, did you make off with that armor while none of us were looking? Because I've gotta admit, you look pretty snazzy in it. He didn't steal it, if that's what you mean. Bregan gave it to him as a parting gift. Ah, right. Although it makes sense, I guess. It's like a symbol of rebellion in its own way. Which is why it should have been your father wearing this, not me. I don't know. I don't think he could have pulled it off like you, man. Der hätte gar nicht reingepasst. I wonder what the last wearer of this armor was dreaming of for Cislodia when they decided to rise up and fight. Who knows? Anyone who could have answered that is long gone. Truth is always lost with the departed. Are you saying there's no point in trying to understand why they gave up their lives? No. Only that it's impossible to know for sure. Look, I can tell that you're concerned about Cislodia's future. But we do have other things to take care of. You can't shoulder all of the world's problems, Alfin. If you try to, you'll only find yourself buried by the weight of it all. Yeah, I know. My path is forward, and I'll do what I can. Here and now. Law als blinder Passagier? You were born in Calaglia, right, Law? Hm? Oh yeah. It's scalding hot all the time there. So I was shocked when I learned Cislodia is the exact opposite. Not to mention dark. Not anymore, thankfully. How did you even manage to cross the border between realms? All five realms are supposed to be closed off due to the nature of the crown contest. What? Is this an interrogation now? I didn't mean it like that. I just figured if a Danan like you was able to slip between realms, it could come in handy later. Ah, good thinking. I don't think I really did anything all that creative, though. What? Don't tell me you climbed over the walls of fire. Oh, hell no. Not even Zoogles could do something that crazy. Nah, I stowed away. In what? Oh,
You'll like this. The realms don't maintain much contact with each other, but there are resources each is looking to trade for. So, there are cargo convoys from each of the lords that go around a few times a year to lend those resources to each other. Das könnte noch wichtig werden. Yeah, I remember hearing about that. That was the only time the gates of Calaglia would ever open up. Right. Obviously, they don't let Danans ride with them. So I snuck on board inside some cargo instead. So you were carried out of the realm? You did great not getting caught. Way to go. Let's just say I've always had a knack for sneaking around since I was little. I was also really desperate to get the hell out of Calaglia at the time. I had more guts than brains that day. If I had to guess, I probably wasn't the first one to ever do something like that. Danan or Renan. I wonder if that's how Ganabelt was able to hear about what happened in Calaglia so quickly. So in other words, we should always assume that the enemy is informed about whatever it is that we may be up to, wherever we go. Das ist auf jeden Fall klar geworden durch die ganzen Aktionen hier. Ja, was auch klar geworden ist, ist, Rinwell noch irgendwas zu verbergen hat. Ihr ist ja irgendwas an Ganabelt aufgefallen und ich glaube, dass es mit seinem Wappen zu tun hat, das man kurzzeitig vor seinem Kopf gesehen hat. Und dann wirkte sie ja nochmal so seltsam, als sie erfahren hat, dass Ballsef ein anderes Wappen hatte. Das könnte durchaus nochmal irgendwie eine Rolle spielen. Und ich will jetzt hier nochmal was gucken. Und zwar hatten wir ja hier oben im Sammelraum eine Tür. Übrigens, nettes Detail, dass die Rüstung tatsächlich hier weg ist. Können wir die jetzt eigentlich mal hier sehen? Sündenschlechter Rüstung. Rüstung, die ein danäischer Held im Kampf gegen ein Unrechtsregime trug. Man sagt, das Metall wurde mit jedem erschlagenen Sünder dunkler. Krass. Ja, ist auf jeden Fall nochmal ein Stück besser als die exquisite Mode. Und was hat Lore? Weste mit silbernem Wolf. Ist auch besser. Eine Tracht für Kampfsportler. Der silberne Wolf auf der Schulter war ein Spontankauf von Lore. Als er ihn sah, musste er ihn einfach haben. Oh Mann. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Gar nicht mal so viele. Allerdings könnte Elfen jetzt diesen Ring oder diesen Titel hier fertig machen. Mehr Schaden in der Luft und außerdem jetzt plus 10 Angriff. Auch nochmal ganz gut. Und was haben wir sonst noch? Shion. Was könnte sie machen? Wir könnten den Luna-Stoß lernen. Kickt einen Feind in die Luft und schießt auf ihn. Und dann sind wir kurz davor, das auch noch zu lernen. Hier erhöht der Schaden in der Luft. So, bei Rinwell. Was macht man da am besten? Sturmkraft. Wachsamkeit. Erhöhter Schaden an Schwachpunkten. AL-Wiederherstellung bei kritischen Treffern finde ich gar nicht schlecht. So, und bei Lore haben wir 500 Punkte. Drachenschuss. Was brauchen wir hierfür noch? Zubereitete Mahlzeiten 7. Fußtrittbeherrschung 700. Erweiterte Ausweichentfernung. Erhöhter Schaden bei Gegenangriff. Machen wir das mal. Ja. Ansonsten würde ich, wie gesagt, jetzt einmal nochmal hier gerne vorbeischauen. Da ist ein Schlüsselloch. Aber wie kommen wir da dran? Es muss irgendwie oder irgendwo einen Schlüssel geben, an den man rankommen kann. Vielleicht hat das was mit dem Zeugel im Keller zu tun.